Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir befinden uns in der Vorlesungsreihe zur Biodiversität und sind da mittlerweile beim 13. Video angelangt. Und auf unserem Weg zu den Säugetieren sind wir jetzt bei den Nabeltieren, den Amniota, angelangt. Und ja, wie wir jetzt vorgehen, wie immer schauen wir uns erstmal deren Taxonomie an und gehen dann in ihre Untergruppen rein, welche hier die Echsengesichtigen, die Sauropsida, sowie die verschmolzenen Bogner Synapsida sind. Und bei den verschmolzenen Bognern schauen wir uns unter 3.1 die Merkmale an, ehe wir 3.2 ihre Taxonomie uns näher anschauen und in ihre Untergruppen wiederum reingehen, welche da die Celsaurier und die Eupelikosaurier sind. Und bei den Eupelikosaurier, da schauen wir uns dann ihre Taxonomie an, die Varanopidae, die Ophiacodontidae, die Edaphosauridae und die Sphenacodontida. Also, heute haben wir einige Gruppen auf dem Fahrplan, was allerdings auch heißt, dass wir zu den Einzelnen nicht allzu viel sagen können, was aber auch daran liegt, dass es zu einigen von denen auch gar nicht viel zu sagen gibt. Aber okay, wir fangen an, dann sehen wir, worum es geht, und zwar um die Amniota. Deren wichtigstes Merkmal ist das Vorhandensein einer sogenannten Amnionhöhle, woher auch der Name kommt, beziehungsweise einer Fruchtblase. Beides dient eigentlich nur dazu, den Embryo während seiner Entwicklung im Ei oder in der Gebärmutter zu schützen, um damit das Überleben außerhalb des Wassers zu sichern, was wiederum darin mündet, dass die Landkolonisation möglich wurde und damit ein wichtiger evolutiver Schritt war, weil jetzt ein ganz neues Habitat besiedelt werden konnte. Die Amniota lassen sich in zwei Gruppen gliedern, die Echsengesichtigen, die Sauropsida, die sind genauso ranglos wie die andere Gruppe, die verschmolzenen Bogner, die Synapsida. Bei den Echsengesichtigen, da können wir sagen, dass diese Gruppe hauptsächlich Vögel und Reptilien umfasst, die von ein und denselben Vorfahren abstammen, weshalb alle Vertreter gleiche Apomorphien teilen. Die da wären, dass der tabulare Knochen des Schädeldachs fehlt oder reduziert ist und das Öffnung, das heißt das Fenster Foramina in der Gaumregion ist vorhanden und es erfolgt eine Fortpflanzung durch Eiablage. Das gilt eigentlich für alle bis auf wenige Ausnahmen und wird Ovipari genannt. Bisschen interessanter, da eher Richtung Säugetiere gehen dann die verschmolzenen Bogner, die Synapsida. Auch bei ihnen sind noch einige ausgestorbene Arten dabei, die echsenähnlich waren, aber auch die heute lebenden Säugetiere. Wie der Name es vermuten lässt, besteht der wichtigste Merkmal in der Verschmelzung von Knochen. Und zwar geht es hier hauptsächlich um Schädelknochen und wir werden sehen, auf dem Weg zum Säugetier ist auch hauptsächlich der Schädel derjenige, der immer am weitesten geformt wird und sich verändert. Hier rechts sehen wir eine kleine Darstellung und bei diesen handelt es sich um die Schädelknochen Jugale mit J, das postorbitale Po, Squamosum mit SQ und das Quadrojugale QJ, die sich miteinander zum Schädel verbunden haben. Die Öffnung, die durch sie gebildet wird, das ist das Schläfenfenster bzw. das Temporalfenster, welches das wichtigste Merkmal darstellt. Es gibt natürlich aber noch andere Apomorphien. Und zwar haben die Vertreter in der Regel verschiedenartige Zähne, die verschiedenen Zwecken dienen. Das sind da einen die Schneidezähne, die Incisivus, die befinden sich mittig im Mund, sind sehr flach und dienen dem Abbeißen von Nahrung. Bei Elefanten wurden sie zu Stoßzähnen und bei Nagetieren zu Nagezähnen spezialisiert. Dann haben wir noch die Eckzähne, Caninus. Die befinden sich neben den Schneidezähnen. Ist ganz klar, wenn wir uns selbst unser eigenes Gebiss anschauen, wir sind ja Säuger, damit gilt das auch für uns. Und sie sind kegelförmig oder spitz. Fangzähne zum Beispiel von Raubkatzen sind sehr spitz. Und dienen dem Zerreißen von Nahrung sowie dem Erbeuten von Tieren als Nahrungsquelle. Dann haben wir die Vormalzähne, bzw. die kleinen Backenzähne, die auf Latein Prämolar heißen. Und die befinden sich neben den Eckzähnen und sind zylindrisch mit abgeflachten Enden und dienen den Zermahlen und Zerkleinern von Nahrung. Die großen Mahlzähne oder auch große Backenzähne werden dann Mola genannt. Die sind außen im Gebiss, auch bei uns ist das so, sie sind breit und flach mit Einsenkungen und Erhebungen und damit ideal für das Zermahlen von Nahrung. Anhand der Zahnformel lassen sich auch Tiere unterscheiden. Bei der Zahnformel werden die verschiedenen Zähne in der Reihenfolge Schneidezähne, also Incisivus mit I, Eckzähne, Caninus mit C, Vormalzähne, bzw. die kleinen Backenzähne, Prämolar mit P
und die Mahlzähne bzw. großen Brackenzähne Molar mit groß M mit der fortlaufenden Nummer einer Kieferseite dargestellt. Denn das braucht man eigentlich auch nicht anders machen, da die Kiefer vertikal spiegelsymmetrisch sind, brauchen wir halt nur die eine Hälfte. Horizontal sind sie nicht zwingend spiegelsymmetrisch, ist bei manchen so, aber bei nicht jeder Art gibt es auch die Möglichkeit, dass der Ober- und der Unterkiefer verschiedene Zähne hat. Trennt tut man diesen Ober- und Unterkiefer mit einem vertikalen Strich. Und bei den hier rechts in grau abgebildeten menschlichen Milchgebiss ergibt sich daher folgende Zahnformel. Für den Oberkiefer I1, I2, C1, P1, P2, M1, M2, M3. Oder einfach anders gesagt, zwei Schneidezähne haben wir da mit I, das ist ja dann für Incisivus. Dann mit C, Caninus, haben wir ein Eckzahn. Zwei Ps, die Prämolare, die kleinen Backenzähne. Und die großen drei Ms, die großen Backenzähne. Macht zusammen 32. Denn bei uns ist der Unterkiefer genauso aufgebaut wie der Oberkiefer. Dritte Apomorphie. Der Unterkiefer, Mandibula, besteht aus einem einzelnen Knochen. Die Kiefer anderer Gruppen bestehen aus mehreren Knochen, die bei den verschmolzenen Bognern weiter nach oben gewandert sind und Teile des Schädels und Ohr bilden. Viertens, die Vertreter weisen alle eine glatte, ungeschuppte Haut mit Behaarung und oder Fell auf. Fünftens, wichtige und weitere Anpassung, die nur bei Vögeln und Säugetieren auftritt, das ist die Homoiothermie. Das bedeutet so viel wie Gleichwarmheit, also die Fähigkeit, dass wir unter alle anderen Vertretern, die das haben, immer ungefähr dieselbe Körpertemperatur haben. Zumindest die Kerntemperatur, das ist die Temperatur, die die wichtigen Organe umschließt, Gehirn, Herz etc. Die Körpertemperatur wird konstant gehalten, entgegen anderer Gruppen, die ektoderm wechselwarm sind, bei denen variiert dann die Körpertemperatur. Die Körpertemperatur auf ein und denselben Level zu halten, bedeutet natürlich, dass man diese stetig anpassen muss, denn die Umgebung ist nun mal nicht genauso warm wie wir selbst. Und damit benötigt der Organismus Energie, um entweder Wärme zu erzeugen oder andere Mechanismen, um Wärme loszuwerden. Wir Menschen haben ja zum Beispiel ein relatives Lebensoptimum von 32 bis 42 Grad Celsius Kerntemperatur. Sinkt sie unter 32 Grad Celsius, sterben wir quasi den Erfrierungstod. Über 42 Grad sterben wir tendenziell den Hitzetod. Es gibt Extremisten, also Leute, die wirklich besondere Resistenzen aufweisen und auch mal darüber oder darunter gekommen sind. Aber im Schnitt, unsere normale Temperatur ist im Schnitt 37 Grad Celsius, plus minus 5 Grad halten wir aus. Ah ja, nicht Außentemperatur plus minus 5 Grad, sondern wirklich Kerntemperatur. Die Tatsache also, dass wir auch bei minus 10 Grad draußen rumlaufen können, auch wenn wir uns da vielleicht nicht wohlfühlen, zeigt, dass unser Körper sehr effizient darin ist, dass die Kälte nicht sofort eindringt. Umgekehrt natürlich genau bei Wärme. Aber zurück zum Thema. Um die Körpertemperatur zu senken, haben sich verschiedenste Mechanismen entwickelt. Ich nenne jetzt nochmal die bekanntesten. Katzen zum Beispiel können ihre Oberfläche durch das Befeuchten des Fells mit der Zunge kühlen, sprich die lecken sich ab. Das feuchte Fell hat dann halt Wasser, das Wasser verdunstet. Verdunstung ist ein endothermer Vorgang, entzieht also der Energie, damit Wärme und das führt zur Abkühlung. Wir Menschen zum Beispiel können schwitzen, und zwar Schweiß, kennt jeder von uns. Und der Schweiß verdunstet und bewirkt ebenfalls Abkühlung. Elefanten haben eine andere Strategie. Die können die Durchblutung ihrer Ohren erhöhen und geben damit Körperwärme über deren große Oberfläche ab. Denn eine starke Durchblutung bedeutet natürlich, dass da auch sehr viel Wärme durchfließt. Andersherum brauchte man natürlich jetzt auch Mechanismen, um die Körpertemperatur wieder zu steigern. Und auch hier möchte ich einige wichtige Mechanismen vorstellen. Was ihr kennt, ist die sogenannte Stoffwechselsteigerung der Muskeln. Das kann einfach mal gesagt Gänsehaut sein, oder das äußert sich in Form von Gänsehaut, oder Zittern. Das sind alles kleine mikroskopische Muskelbewegungen, die zur Erwärmung führen. Deswegen kriegen wir auch Gänsehaut, wenn uns kalt ist. Und was auch spannend ist, manche Vertreter, auch bei Menschen, verfügen über braunes Fettgewebe. Hier sieht man einen Menschen dargestellt. Und dieses braune Fettgewebe ist in der Abbildung mit Rot hinterlegt. Und dieses braune Fettgewebe unterscheidet sich vom normalen Fettgewebe,
Denn dieses kann direkt verstoffwechselt werden, was zur Erwärmung führt. Das haben allerdings nicht alle Menschen, sondern ja, je nachdem, wer die Studien liest, kommt man so auf 10 bis 20% aller Menschen. Also jeder Fünfte bis jeder Zehnte hat das von uns. Diese sind natürlich dann besonders an kalte Umgebungstemperaturen angepasst. Damit kommen wir zur Taxonomie der verschmolzenen Burgnern. Und die lassen sich sehr einfach gliedern in die Celsaurier, die sind ranglos. Und die Eupelikosaurier, auch ranglos. Die Celsaurier werden auch manchmal als Caseasaurier gesprochen. Ich werde das so oder so verwenden, weil in der Literatur und auch in der Aussprache habe ich beide schon oft genug gehört und kann jetzt nicht sagen, welches gerade das gängigste ist. So, zu den Caseasaurier oder Celsaurier. Die ranglose Gruppe besteht aus echsenartigen Vertretern. Die starben im Mittelperm vor ca. 265 Millionen Jahren aus. Die kleineren Vertreter waren höchstwahrscheinlich Insekten- und Fleischfresser oder fachtechnisch Insekti und Karnivoren, während die größeren Vertreter Pflanzenfresser, also Herbivoren, waren. Sie haben als Merkmale vergrößerte Nasenlöcher sowie eine spitze Schnauze. Nares ist nebenbei der Fachbegriff fürs Nasenloch. Die Eupelikosaurier, hier unter dem Punkt 322, diese ranglose Gruppe besteht neben den Säugetieren noch aus echsenartigen Vertretern, wobei die Säuger noch heute rezent sind. Und was ich schon angedeutet habe, mit jeder Evolutionsstufe wurden die Vertreter den heutigen Säugern ähnlicher, sodass sich bei den Eupelikosaurier zunächst das Stirnbein des Schädels vergrößert hat, was zugleich das wichtigste Merkmal ist. Das hier ist zwar ein menschlicher Schädel, aber ja, bei den Eupelikosauriern habe ich jetzt keinen typischen Schädel gefunden, den ich hätte abbilden können, aber das wäre der heutige Bereich. Wenn wir uns deren Taxonomie anschauen, können wir sagen, sie teilen sich auf in die Varanoptidae, eine Familie, die Familie der Ophiacodontidae, die Familie der Edaphosauridae und die ranglosen Phenacodontia. Beginnen wir hier mit den Varanoptidae. Ihr Name, der erinnert stark an Warane und das hängt damit zusammen, dass sie halt auch wie Warane aussehen, sprich also ein bisschen größere Echsen. Und deren Familie starb im Oberperm vor ca. 251 Millionen Jahren aus. Und die Vertreter zeichnen sich durch einen schmalen, langen Schädel, schmale Gliedmaßen, langen Schwanz mit gezackten Zähnen aus, wodurch sie wahrscheinlich eine Rolle als schnelle Räuber einnahmen, einfach weil ihr Körperbau entsprechend länglich und schnell angepasst ist. Ihre Maximallänge war höchstwahrscheinlich 2 Meter und man vermutet, dass sie Piscivoren und Karnivoren waren oder auch Insektivoren, sprich Fisch, Fleisch oder Insektenfresser. Damit kommen wir auch schon zu den Ophiacodontidae. Und diese echsenartige Familie lebte teilweise im Wasser, starb aber im Perm vor ca. 273 Millionen Jahren aus. Sie konnten Längen von bis zu 4 Metern erreichen und waren durch ihre 40 spitzen Zähne im Kiefer sehr gefährliche Räuber. Und ihre wichtigsten Unterscheidungsmerkmale sind: erstens, der Schädelbereich vor den Augenhöhlen ist doppelt so lang wie der dahinter. Zweitens, das Nasenbein ist doppelt so lang wie das Scheitelbein. Drittens, der Fortsatz am Hinterhauptbein reicht nicht bis zum Jochbein. Und damit sind wir auch schon bei den Edaphosauridae. Deren Familie starb im frühen Perm vor 280 Millionen Jahren aus und die Vertreter konnten Größen bis zu 3 Meter und mehr erreichen. Als wichtigste Merkmale haben sie einen schmalen Schädel, breiten Körper und ein hohes Rückensegel, was wahrscheinlich so eins der bekanntesten Merkmale ist. Man ordnet das natürlich dann Stegosauriern zu, aber nicht nur bei denen war das so. Man hat auch diskutiert, wofür überhaupt dieses Rückensegel vorhanden ist. Und man vermutet, dass die Durchblutung von diesen reguliert werden konnte, um so die Körpertemperatur bei Bedarf zu senken, indem die Durchblutung erhöht wurde. Ähnlich wie das bei den heutigen Elefanten ist, halt nur nicht mit den Ohren beim Elefanten, sondern mit dem Rückensegel. Das war quasi auch schon ein evolutiver Schritt zur Homo Iothermie. Alle Vertreter waren hauptsächlich Pflanzenfresser, Herbivoren. Damit sind wir auch schon bei den Sphenacodontidae. Und diese ranglose Gruppe umfasste in ursprünglicher Form echsenartige Vertreter. Im späteren Verlauf entwickelten sie sich über verschiedene Zwischenstufen ab zu den Säugern, quasi Vorgruppe der Säuger.
Neben den typisch echsenartigen Aussehen konnten sie ebenso wie die Edaphosauridae ein Rückensegel aufweisen. Daher ist dieses kein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal, aber hilfreich. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal, das sind die Zähne, denn diese sitzen in Zahnfischern genannten Vertiefungen und zudem konnten verlängerte Futter- und Eckzähne auftauchen. Also wir hatten es hier mit einem typischen Raubtiergebiss zu tun. Das war jetzt der ganze theoretische Hintergrund. Und um das zu üben, habe ich mir natürlich wieder ein paar Übungen ausgedacht, mit der Bitte, dass ihr Stift und Papier zur Hand nehmt und mal versucht, die Sachen hier zu lösen. Ich springe natürlich selbst dann wieder zur Lösung und wir vergleichen, ob wir es selber raus haben. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung. Ich hatte hier die ganzen Gruppen, die wir heute behandelt haben, vorgegeben gehabt, in alphabetischer Reihenfolge, und habe gesagt, okay, hier habt ihr die Gruppen, bitte ordne sie in das Schema ein, was ich euch hier gegeben habe. Und genau das machen wir jetzt. Wir starten bei den Nabeltieren, die Amniota, die sind die echsengesichtigen Sauropsida und die Verschmolzenburger Synapsida aufteilen lassen. Diese wiederum kann man in die Eupelikosaurier einteilen und die Caseasaurier zählen zu den Eupelikosaurier und dort wiederum die Edaphosauridae, die Sphenacodontida, die Ophiacodontidae und die Varanopidae. Damit kommen wir auch schon zu zweitens. Ich nenne zwei typische Apomorphien der Echsengesichtigen, also der Sauropsida. Das ist, dass der Tabularknochen des Schädeldachs fehlt oder reduziert ist. Öffnung Fenster Vorema in der Gaumregion ist vorhanden und oder Fortpflanzung durch Eiablage Oviparie ist vorhanden, gilt eigentlich für alle bis auf wenige Ausnahmen, ist aber treffend genug, um das als Unterscheidungsmerkmal gelten zu lassen. Zwei davon hättet ihr nennen sollen. Drittens, erläutere den Begriff Homoiothermie und nenne ein Beispiel. Das war eine recht praktische Frage. Homoiothermie bedeutet so viel wie Gleichformheit und beschreibt halt die Fähigkeit, immer mehr oder weniger dieselbe Körpertemperatur aufzuweisen. Dies wird durch Erwärmung bei Kälte oder Kühlung bei Hitze erreicht. Beispiel dafür ist das Felllecken der Katzen, Schwitzen, zum Beispiel von uns Menschen, das Verbrennen von Fettgewebe, das Erhöhen, Senken der Durchblutung, wir denken hier an den Elefanten mit den großen Ohren. Das sind so die typischsten Beispiele. Und last but not least, gib die Zahnformel des hier abgebildeten Vertreters der Katzen an. Konnte man eigentlich ganz gut erkennen. Das ist I1, I2, I3, C1, P1, P2, P3, M3 für den Oberkiefer. Kann man gut sehen. In der Mitte drei kleine Schneidezähne. Dann haben wir mit C1 hier einen Eckzahn in Form von einem Fangzahn eigentlich schon. Bei den Molaren, ja, schwer zu sehen, die hier sind ein bisschen spitz, aber das sind Prämolare, drei Stück, und dahinter ist der Backenzahn, der Molare. Und unten sehen wir, ist es eigentlich recht ähnlich, bis wir zu den Molaren kommen. Und da haben wir nur den großen Molare, M1. Okay, damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Ich hoffe, es war für euch so interessant, hat Spaß gemacht, war lehrreich. Und ja, später machen wir dann halt weiter mit den nächsten Gruppen, bis wir uns den Säugern endlich nähern. Dürfte dann mit Video 15 oder 16 soweit sein, ich glaube sogar 15. Und ja, bis dahin sage ich, würde mich über eine gute Kritik freuen. Daumen hoch hilft mir auch sehr. Kommentare immer sehr gern. Lob natürlich am liebsten. Kritik, naja, gut, muss auch sein, ne? Auf jeden Fall, schönen Tag, schönes Wochenende. Wir sehen uns.